Aber der, meine Freunde, willkommen zum 11. Teil zu Let's Play Uncharted 3 mit Mike. Naja, dann machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich sag's euch ganz ehrlich, recht viel zum Kommentieren gibt's da nicht, weil ich bin sprachlos und angefressen ohne Ende. Weil die haben echt einen Arsch offen. Das muss ich ganz offen sagen. Und diesmal nicht, weil ich sage, die Story ergibt keinen Sinn. Okay. Ja, da fällt mehr ein Schwachsinn ein, aber da haben sie es echt übertrieben. Da kommen Gegner, die musst du mit der Panzerfaust oder mit dem Granatwerfer platt machen, weil keine Chance. Und das ist schon ein Schmarrn. Ich hab Szenen gehabt, da habe ich mitten ins Gesicht geschossen, aber keine Chance. Geht nicht down. Schrotflinte, ein Schuss und platt bist. Ich hab da einiges rausschneiden müssen. Ich wollte nicht, dass das Video eine Stunde dauert. Du schwimmst umeinander und weißt überhaupt nicht, wo es weitergeht. Das ist einmal das andere. Du hast Gegner, die nicht downgängen, egal was du machst. Wie gesagt, außer mit der Panzerfaust oder mit der Hammer, Granatwerfer. Und man kann es auch übertreiben. Also, wie gesagt, die haben echt einen Arsch offen. Scheinbar fällt ihnen wirklich nichts mehr ein. Da muss man definitiv sehr strategisch vorgehen. Du wärst zu Faustkämpfen gezwungen, zum Teil. Und du musst dann einfach schauen, dass du wegkommst, dass der Eck erwischt, wo du nicht von alle Seiten beballert wirst. Also da haben sie es echt übertrieben. Und das, was ihr in dem Video seht, das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Also dieser verfickte Schissfriedhof, der hat mir echt einen letzten Nerv gekostet. Und wie gesagt, ich spiele auf einfach. Ich möchte nicht wissen, wie das auf schwer ist. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich verstehe die Leute von Naughty Dog nicht. Spielen die einen Spiele nicht selber, bevor sie es auf den Markt schmeißen? Ich kann auch nicht verstehen, dass es da Leute gibt, die diese Uncharted 3 auch noch geil finden. Und toll und super. Weil mehr Schmarrn geht einfach nicht. Eine total flache Story. Nichts gegen viele Gegner, aber es ist einfach. Ja, mir fehlen die Worte. Ich bin mir da zum Teil vorgekommen wie bei Battlefield. Bei Battlefield ist normal, oder bei Call of Duty, dass du down gehst. Aber doch nicht bei so einem Spiel. Das ist ein Abenteuerspiel und kein Rückspiel. Seht es ja selber. Du legst das von alle Seiten. Egal wo du hinschwimmst, da haben die permanent im Visier. Es ist so dermaßen für den Arsch, du weißt gar nicht, wo du hin sollst. So, du hast auch gar keine Ausweichmöglichkeit, da hängst du wieder irgendwo dran und wirst. Es ist einfach nur zum Kotzen.
Seht ihr das? Die haben doch einen After Open. Na, sowas macht einfach keinen Spaß. Und da siehst du halt wieder, dass diese Leute von Naughty Dog einfach total einfallslos und ideenlos sind. Es gibt wenig Momente, wo man echt sagen kann, hey, geile Idee, super Umsetzung. Aber nicht da. Und du meinst, es kommt nicht schlimmer, die setzen einen drauf und dann setzen sie noch einen drauf. Wenn man denkt, was geht in dem an eine Kette vor? Du hast einen vollen Visier, keine Chance, du bist quasi gezwungen, dass du die Leute mit der Panzerfaust niederschießt. Und was ergibt das für einen Sinn, bitte? Eine Panzerfaust ist da, um Fahrzeuge zu zerstören. Und nicht Söldner. Seht ihr das? Das ist doch totaler Schwachsinn. Und sobald du wieder in allen Visionen bist, kommst du wieder Handgranaten. Und du weißt nicht einmal woher. Tja, was tun müssen, gell? Er muss hier sein. Du stehst da und weißt nicht, was das ist. Tritt ihn raus! Ja, tritt ihn raus, den Mal, du Arschloch. Nein. Komm schon! Mit Spielspaß braucht's da nicht rechnen, das sag ich euch gleich. Ausweichmöglichkeiten, nix. Du kommst davor wie der größte Depp. Dann hängt er sich wieder irgendwo hin. Ja, ein Dussel gehabt, dass er mich nicht selber gesprengt hat. Morgen.
Das habe ich mir oft gedacht, oh Dreck. Du sagst es nicht so. Und dann kommt ihr das aus Seppel. Das sind die. Denen kannst du in die drei Magazine in die Fresse schießen. Die gehen ja nicht down, keine Chance. Da brauchst du einen Granatwerfer oder Panzerfaust. Anders, oder? Faustkampf. Siehst du das? Das reicht nicht. Hast du das gerade gesehen? Du verpasst ja mit dem Granatwerfer ohne und dann verliert er sein Heim. Was ist denn das für ein Schmarrn? Na, Boss weg. Schau, Boss, dass du wegkommst. Die Soffin, die so alt, du hast keine Chance. Siehst du das? Keine Chance. Die sind unkaputtbar. Dann möchtest du ins Wasser springen, dann hängt er sich wieder irgendwo hin, der Vollpfosten. Es ist einfach nur zum Kotzen. Bloß weg, 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 dass du irgendwie auf Distanz kommst. Das waren ursprünglich mal 45 Minuten, die ich dann auf die 29 Minuten zusammengeschnitten habe. Das war ein einziges Sterben. Du fragst dich, was sollst du machen? Sollst du alle Gegner platt machen? Sollst du einen Weg finden, da raus und die Gegner einfach außer Acht lassen? Du irrst da rum wieder in einem Labyrinth. Du hast überhaupt keinen Plan, was du überhaupt machen sollst, was die Trotteln von Naughty Dog von dir da eigentlich wollen. Ja. Egal wo du bist, was du machst, die haben dich sofort im Visier. Wieder so ein Kamerad. Wenn ich Glück hab, da und dann keine Munition mehr. Super. Wenn es normalerweise irgendwo hinkommt, wo Abgrund ist, dann fällt er runter und ist tot. Aber da nicht, nein, der hängt sie dann hin und oh mein, hab mich das aufgeregt. Tja, was tun sprach Zeus? Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie das Game ist, wenn es auf schwer spricht. Wirst schon wieder beschossen, von wo auch immer. Du musst in ständiger Bewegung bleiben. Du weißt nicht, was hier ist. So kannst du das Blatt machen, anders hast du keine Chance. Was ist das für ein Schwachsinn? Wenn ich einen stinknormalen Söldner mit der Panzerfaust platt machen muss, hey, sag mal, geht's noch?
So, jetzt ist er Ruhe. Scheinbar. Tja, Nessen, wo hier, gell? Das ist hier die große Frage. Du hast nicht den geringsten Anhaltspunkt, wo es weitergehen könnte. Es ist Glück und Zufall, dass du dann irgendwann rausfindest, wo du hin musst. Ja, ja, da muss er rüber, ja. Aber wie kommt er da hin, gell? Dann wieder die Qual der Wahl, welche Waffe nehme ich. Die sind so unkaputtbar, dass du diese Hammer brauchst. Und das kommst du nicht weit. Aber andererseits, das Scharfschützengewehr ist natürlich auch nicht schlecht, gell? Aber man kann ja nicht beides tragen, gell? Da hinten war ich dann auch öfters, aber das habe ich dann auch rausgeschnitten, nachdem ich rausgefunden habe, wo es weitergeht. Da ist nämlich noch eine. Da hat man mehr einen Schuss. Ein 6 Schuss sind ja auch ein Witz. Da liegt der Schatz. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich den Schatz gefunden habe. Munition war mir lieber gewesen. Tja, Nessen, wo muss man hin, gell? Das ist hier die große Frage bei diesem Kackspiel. Und wie gesagt, es wird nicht einfacher, es wird immer schlimmer. Ja, da kann er rüber, aber der Hochspringer kann er natürlich nicht. Nein, war ja totaler Schmarrn. Da muss man schräg hinspringen. So, dann stehst du um und bumm, bist schon wieder tot. Oh, es reicht nicht, gell? Na, nur nicht rechts. Das ist doch ein Schwachsinn, du musst mit Granatenwerfer direkt treffen, weil sonst hilft es nichts. Was ist das für ein Schwachsinn? Zack, und weiter bist. Super, gell? Ich hab das extra nicht rausgeschnitten, dass euch nicht das gleiche passiert wie mir. Falls ihr also dumm seid wie ich, Entschuldigung, und dieses Spiel spielt. Super, Scharfschützenplattform. Ah, das kann man nicht weiter rüber drehen. Nee, nee. Und dann wirst du mit der Panzerfaust beschossen. Komm her, du Arschloch. So, da messen wir auf. Ja, wie gesagt, ich bin dann nochmal dann rübergesprungen und hab mir noch Munition geholt. Drum ist da jetzt dann ein Schnittlein drin. Weil man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Da messen wir auf. Drum ist da jetzt, wie gesagt, ich bin da noch mal hinübergekupft, wo der Schatz vorher war und hab mir noch Munition geholt. Das sieht nicht so gefährlich aus. Und der Wahnsinn geht weiter. Ah, wie spannend.
Super Naughty Dog. Das hat sich echt was einfach los. Ach, wie spannend. Oh. Vorher schon abgerückt. Da fehlen dir doch die Worte, oder? Da denkst du doch, was soll der Scheiß? So besoffen kann man doch gar nicht sein, dass einem so ein Dreck einfällt. Sind die auf LSD oder was pfeifen sie die ein? Mal zum Frühstück ein bisschen ein Crystal-Mess oder was ist? Was geht in den Kipp vor? Das gibt's ja nicht. Kein normaler Mensch lässt sich so einen Müll einfallen. Ja, eine tolle Idee, ein super Einfall. Ich hab's eh schon mal in einem Video gesagt, ich bin 52 Jahre alt und bin mein Leben lang schon Gamer. Ich hab schon so viele Spiele gespielt, aber ich kann mich nur wiederholen. Kein Mensch wird mir einen größeren Dreck bringen wie Uncharted. Ich verstehe das nicht. Schau dir Assassin's Creed oder Tomb Raider ist ähnlich aufgebaut. Das macht Spaß, das zum Spielen. Macht die Story vielleicht auch ein bisschen flach sein. Aber das macht Spaß. Das, was sie dir da zusammenschustern, das macht wirklich keinen Spaß. Also überhaupt nicht. Und das wird auch das letzte Mal sein, dass ihr Naughty Dog gespielt habt. Das ist mein letztes Uncharted. Ich zeig jetzt das noch durch und dann war's es. Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Und wie gesagt, das Video da ist nicht das Ende vom Lied. Ja. Es wird schlimmer. Okay, nicht runtergucken. Das setzt dann im nächsten Video. Nur einen Versuch. Und glaubt's mir's leid, ihr werdet seinen Kopf schütteln bis zum Schleudertrauma. Sagt's euch schon mehr Halsgrasen. Die haben vollkommen einen Arsch offen. Ja. Das habe ich auch nicht rausgeschnitten. Ist er jetzt anders gesprungen wie vorher? Nicht wirklich, oder? Aber nein! Zurück auf festem Boden. Da muss man, einmal muss man sterben. Schaut da nicht, gell? Ja, und jetzt? Tja. Mit Kreistaste hängt das ja eigentlich hier, da nicht? Da knickelt er sich hier. Ja, wo geht's weiter? Aha, muss man springen. Thank you.
Und der Irrsinn geht weiter. Danach brauche ich eine Tetanusspritze. Tetanusspritze brauchst. Ich glaube, ich brauche jetzt dann einen Schnaps. Aber vielleicht ist das ja nicht genau das Spiel, was wir besoffen spielen. Anders geht's nicht. Jetzt weiß ich, was ich falsch mache. Er ist da unten. Im Auge behalten. Er ist da unten. Weiter geht's. Wundervolle Kletterpartien. Das ist echt greifen lassen, genau. So, und jetzt? Jetzt weiter essen, gell? Tja. Jetzt hängt man da wieder auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Schön, vorsichtig! Schießt dein Fressen in das Loch. Tot, aber er schreit noch. Ja gut, ist ja zu erwarten. Ist ja ein Naughty Dog-Spiel. Da schreien sogar die Leichen. So, wo geht's weiter? Hm? Ah, da muss ich da mal, da sieht man schon, wo es weitergeht, aber er springt nicht drüber. Nein. Uns auch wieder so eine tolle Idee gehabt, unsere Freunde von Naughty Dog. Anessen, wo geht's weiter? Gell, keine Ahnung. Nein, der springt da nicht rüber, das kannst du vergessen. Kannst da nicht drüber springen. Ah, da muss man rüber, gell. Oh, super. Genau. So, meine Freunde. Ich hab die Schnauze voll. Wir wollen es ja nicht zu lange werden lassen, das Video. Also, danke fürs Zuschauen, danke für Abo, Like. Wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Der Wahnsinn geht weiter. Also, tschüss.